Der Steffel, wie die Wiener ihren Dom in Kurzform nennen, ist eine der älteren Kirchen der Stadt, geht in Grundzügen auf einen romanischen Bau zurück, der unter Babenberger Herzog Leopold IV. Errichtet wurde und später unter dem Habsburger Rudolf IV., der Stifter, im gotischen Stil neu oder besser gesagt sogar darüber gebaut wurde, während unten drinnen im alten romanischen Dom noch immer Messen gefeiert wurden. Ein bisschen was zu den berühmten Baumeistern, weil wir hier gerade den Nordturm sehen. Da gibt's die Geschichte von Hans Buchsbaum, der die Tochter von Hans von Prachatitz liebte, aber als armer Baumeister für den reicheren Vater nicht der geeignete Schwiegersohn schien. Also verbündete er sich mit wem wohl? Na, mit dem Teufel natürlich. Und wie man es vermuten konnte, geht das nicht gut. Wir sehen mittlerweile bereits die Kapistrankanzel. Von dieser Kanzel predigte der Mönch Marco Daviano in sehr eindrucksvollen Worten zur Wiener Bevölkerung. Weiter in der Baugeschichte, der Nordturm, den wir schon vorher gesehen haben, der kleinere der zwei Haupttürme, hätte genauso hoch werden sollen wie der Südturm mit 137 Meter Höhe. Den werden wir jetzt etwas später noch ins Bild bekommen. Hier inzwischen die Wasserspeier in der Form von dämonenabwehrenden Tieren. Aberglaube war immer schon eine große Sache und hier sehen wir jetzt den nicht abgeschlossenen Nordturm mit der sogenannten Welschen Haube. Eine besoffene Geschichte ist jene rund um den Zahnweh-Herrgott. Da geht's in kurzen Zügen darum, dass drei vorlaute Besoffene in der Nacht den armen Schmerzensmann hier verspotteten, von bösen Zahnschmerzen geplagt wurden und erst nach einer Entschuldigung bei der Statue von diesen erlöst wurden. Ja, und hier kommt der endlich ins Bild, der Steffel, so nennt man nämlich auch den Südturm. Und demnächst sehen wir mal ein bisschen einen Blick in Richtung Türmerstube. In dieser spielte sich der Sage nach ein legendäres Kegelturnier zwischen dem Türmer, der dort oben einsam saß, und dem Teufel ab. Der Gewinner, na klar, der Teufel, der als neunten Kegel des trickreichen Türmers den Türmer selber umschob. Und bevor wir durch das Riesentor den Dom betreten, sehen wir rechts davon an der Wand das Zeichen O5. Jetzt ist es im Bild und das bedeutet Österreich. 5 für das E, OE. Und links neben dem Haupttor sehen wir die Elle, die kurze und die lange und die Brotform. Die diente den Wiener Bürgern dazu, dass sie die ihnen verkauften Waren bemessen konnten. Und jetzt ist soweit, durch das Riesentor betreten wir den Dom. Und hier sehen wir zunächst einmal gleich die große Orgel des Stephansdoms. Die Orgelempore befindet sich im ältesten Teil des Doms, der noch auf der romanischen Bausubstanz beruht. Dieses Kreuz in der ersten Seitenkapelle des Doms, links neben dem Eingang, wenn man reinkommt, trägt den Namen Christus mit dem gestutzten oder mit dem wachsenden Bart. Den Grund dafür sehen wir, wenn wir näher rangehen. Das Kreuz hat Haare aus Menschenhaaren. Und in diesen Haaren verfingen sich Spinnweben und Schmutz. Und wenn sich darin mehr Spinnweben verfingen, dann wuchs der Bart.
kletterte der Mesner mal auf die Leiter hinauf und reinigte den Bart, dann wurde er gestutzt. Unser Rundgang im Dom beginnt bei der Kanzel, erbaut von Meister Anton Pilgram. Und er hat sich hier unter der Kanzel als sogenannter Fenstergucker auch gleich selbst verewigt. Den Handlauf zur Kanzel hinauf kriecht allerlei Getier, das oben am Ende vom furchtlosen Hündchen ohne Sorg vertrieben wird. Der Peter und Paul Seitenaltar birgt hier links davon auch nochmal Meister Anton Pilgram. Dürfte ein recht eitler Bursche gewesen sein, dieser Dombaumeister. Und über Anton Pilgram erhebt sich hier der Orgelfuß, wobei sich jetzt meiner Kenntnis entzieht, ob da oben jemals wirklich eine Orgel gestanden hat. Den vorderen Abschluss des linken Seitenschiffes bildet der Wiener Neustädter Altar, ein Triptychon mit Darstellungen aus dem Leben Mariens. Ungefähr in der Mitte des Hauptschiffes hängt der sogenannte Lettner Christus oder auch Christus mit der Brandwunde. Ein Kreuz, das beim großen Brand des Domes 1945 nahezu unversehrt blieb, bis auf diese abgebrannte Stelle an der Wange. Und im Hintergrund sehen wir dann den Hochaltar des Doms. Das Hochaltarbild zeigt die Steinigung des Kirchenpatrons des heiligen Stephanus. Rechts neben dem Hochaltar befindet sich das Friedrichsgrab, das Grab des Habsburgers Friedrichs III., dessen Grabplatte man natürlich hier von vorne nicht sehen kann, aber die man uns hier mal so zeigt, wie sie von oben aussieht. Neben der großen Orgel würde sich diese hier wirklich tatsächlich relativ klein ausnehmen. Die kleine Orgel im Stephansdom im rechten Seitenschiff. Und der Dom hat doch tatsächlich noch eine dritte, noch etwas kleinere Orgel. Die Dienstbotenmutter Gottes steht im rechten Seitenschiff nahe der neuen Orgel und ist eigentlich ein Kriminalfall. Denn dieser Madonnenstatue verdankt es eine Dienstmagd, die des Diebstahls verdächtigt wurde, dass die Sache aufgeklärt wurde. In der Katrinenkapelle befindet sich das Taufbecken des Stephansdoms. In diesem Taufbecken wurden übrigens auch die zwei einzig überlebenden Kinder von Wolfgang Amadeus Mozart getauft. Wir befinden uns nun in der großen Sakristei des Stephansdoms. Durch reichhaltigen Figuren und Bilderschmuck besticht. Die zweite sehr bekannte Madonna im Stephansdom ist die Schutzmantel-Madonna. Sie steht am ersten Pfeiler des rechten Kirchenschiffs vor der Orgelempore. Nach einer kurzen Liftfahrt sind wir nun oben am Nordturm angelangt und sehen das Dach des Domes. Mit einem Blick zu einem der zwei Heidentürme. Vom Nordturm aus genießt man einen Blick über die Dächer von Wien. Und im Nordturm drinnen hängt die berühmte Pummerin, die größte Glocke Österreichs, drittgrößte Glocke Europas. Mit einem Gewicht von mehreren PKWs. Und natürlich geht vom Nordturm auch ein schöner Blick zum Südturm. Fiaker von oben vom Nordturm gesehen. Und wer es etwas gruselig mag,
er steigt hinab in die Katakomben des Doms und entdeckt dort sowohl unbekannte Knochen, zerbrochene Särge, aber auch Sarkophage von gekrönten Häuptern oder eine Erinnerungstafel an Wolfgang Amadeus Mozart. Und zum Abschluss möchte ich euch noch einige der vielen Seitenaltäre des Stephansdoms präsentieren. Und hier ein trauriges Kapitel der Geschichte des Doms. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs 1945 brannte das Wahrzeichen Wiens. Mittlerweile erstrahlt er zum Glück wieder in alter Pracht.